Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Chaos auf Deponia. So, wir haben in der letzten Folge wir haben eine Operation gehabt bei Goal und die ist ein bisschen schief. Ja, ich weiß, du kennst die Geschichte schon, aber die Zuschauer vielleicht nicht mehr. Mein Gott, hör auf einzupennen. Gott. Auf jeden Fall, Operation schief gelaufen. Goal ist zickig und hat jetzt drei Bewusstteile. Ja, Bewusstteile. Bewusstseine, nicht Bewusstteile. Und ich würde sagen, sprechen wir sie da mal an. Okay, Rufus, das hier ist eine Routinesituation für Frauenversteher wie dich. Ein Klacks, also gar kein Grund, nervös zu werden. Du bist redegewandt, witzig, siehst blendend aus und dein Haar duftet nach Lösungsmittel. Nur noch schnell das richtige Gesicht aufsetzen. Ein richtiger Traummann. Gehen wir mit dem Romantiker hin. Hier kommt es. Check, Charmkanonen auf volle Energie. Und schließlich die passende Einleitung zurechtlegen. Da würde ich dann ganz klar sagen, olala, schöne Frau. Genau, ein Klassiker. Nur noch kurz durchatmen. Und los. Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Das war doch jetzt aber so klar, dass sowas passieren muss. Hier lungerst du also rum. Hier lungerst du also rum. Glaub mir, ich wäre deutlich lieber auf der Westpromenade bei den drehenden Gärten. Morris serviert zu dieser Jahreszeit den besten Soyuccino auf ganz Elysium. Stattdessen sitze ich hier in diesem Kellerloch und trinke. Was ist das überhaupt? Na was schon, Plörre. Plörre. Nein, warte, die Plörre steht noch hier unten. Was du da hast, ist die Tinktur gegen meine Nagelbettentzündung. Hattest du da etwa deine schmutzigen Nägel drin? Ja, aber du kannst sie ruhig austrinken. Sie funktioniert offenbar nur bei Fingernägeln. Und das ist der Zeitpunkt, an dem meine Verdrängungsmechanismen einsetzen sollten. Ah, da sind sie schon. Oh Gott, Alter, ist das widerlich. So schlecht auf mich zu sprechen? So schlecht auf mich zu sprechen? Wie kommst du denn darauf? Du hast mich entführt, mir eine schwere Kopfverletzung zugefügt. Ich habe es anders in Erinnerung. Du leidest offenbar an Wahrnehmungsstörungen. Du meinst, in Wirklichkeit bist du gar nicht sexy? Halte dich einfach von mir fern, verstanden? Du musst mit zu Doc kommen. Du musst mit zu Doc kommen. Wozu? Damit du meinen Kopf noch weiter demolieren kannst? Ja. Ich hab dir ganz schön den Kopf verdreht, nicht wahr? Köpfe demolieren und Köpfe verdrehen sind zwei unterschiedliche Sachen. Bei Tonis Schildkröte war es ein und dasselbe. Hör mal, Rufus, ich bin schmutzig, mein Haar sitzt furchtbar und mein Kopf fühlt sich an, als hätte man mir eine Kreissäge durch die Schädeldecke gejagt. Ja, aber es gibt keine Beweise. Zu allem Überfluss habe ich auch noch Hunger, also halte dich lieber fern von mir. Wenn du Hunger hast, ich hätte da noch eine Schale Erdnüsse vom letzten Schlammkuchenfest. Get! Da wachsen ja schon Haare drauf. Ich wette, diese kleine Schale beherbergt mehr Killerbakterien als ein Labor für biologische Kriegsführung. Nein, Killerbakterien sind aus. Das hier sind Grippeviren. Oh Gott. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist etwas schiefgelaufen. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Was bedeutet schiefgelaufen? Kennst du das Märchen von den drei Bären? Im Prinzip war es genauso, nur dass es keine Bären gab. Und dass dein Bewusstsein bei einem neurochirurgischen Eingriff in drei Teile gespalten wurde. Was? Keine Panik, ich bring das wieder in Ordnung. Oh. Komm doch bitte einfach mit. Komm doch bitte einfach mit. Nein, und wenn ich hier verhungern muss? Können wir das nicht abkürzen? Wir wissen doch beide, dass du mir nicht ewig widerstehen kannst. Ich sagte nein, und wenn du ein Gentleman wärst, wüsstest du, was das Wort bedeutet. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Zuerst solltest du einmal die Bedeutung des Wortes Nein nachschlagen. Okay, nehmen wir mal an, das hätte ich bereits getan. Was müsste ich als nächstes tun? Oh. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Kommst du dann endlich mit? Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Restaurant? Ich dachte eigentlich an eine extra Portion Erdnüsse. Die sind doch umsonst, oder? Wenn man von den Arztkosten absieht, ja. Sauber. Oh, das wäre ja auch zu schön gewesen. Vergiss es einfach. Hey, Baby.
Hey, Baby. Jetzt geht's los. Wir sind gar nicht so verschieden. Wir sind gar nicht so verschieden. Wir gehören beide nicht auf diesen Planeten. Stimmt, ich gehöre nach Elysium und du in Einzelhaft. Was ich meinte war, wir gehören zusammen. Wir sind quasi Seelenverwandte. Ich weiß nicht, woher du diese Vorstellung nimmst. Ich bin kultiviert, ich bin gebildet. Check, check. Ich habe keine ansteckenden Krankheiten. Ich bleibe trotzdem dabei. Wir sind uns sehr ähnlich. Bitte komm mir nicht zu nah, in Ordnung. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? In der Tat, ja. Tja, kann ich mir vorstellen. Ah, da war ja was. Was ich dich ja eigentlich schon immer mal fragen wollte, was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Tja, was mache ich hier eigentlich? Ach ja, du hast mich aus dem Notboot geworfen. Gerettet, aus dem Notboot geworfen. Hängt das nicht vom Blickwinkel ab? Nur wenn man ein kurzsichtiger Idiot ist. Na, das lässt sich zum Glück leicht überprüfen. Hey, Hoso, habe ich Goal gerettet? Keine Ahnung. Ich versuche schon lange nicht mehr bei dir durchzusteigen. Siehst du, Hoso findet mich auch lässig. Schau mir in die Augen, Kleines. Schau mir in die Augen, Kleines. Warum? Soll ich nach einem Gerstenkorn suchen? Jetzt, wo du es sagst? Ich habe da tatsächlich so eine Entzündung. Halte bitte Abstand, okay? Ach, ich geb's auf. Es hat keinen Sinn. Ich geb's auf. Ich fürchte, ich kenne dich bereits besser. Warte hier, ich bin gleich zurück. Warte hier, ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, es erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau. Ja, aber wir haben noch zwei weitere von der Sorten. Nehmen wir mal die Datasetten an die Fernbedienung. Die Datasette passt schon mal. Jetzt muss nur die Fernbedienung noch funktionieren. Dank meines Charmes wird der Rest dann ein Kinderspiel. Ja, das haben wir schon bei Dergol gesehen. Dann schauen wir mal. Nehmen wir die grüne mal. Rebooten! Hä? Was zum... Wo bin ich hier? Weißt du das nicht? So viel hast du doch noch gar nicht getrunken. Das hier ist immer noch Gullivers Gully, die dunkelste Spelunke auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Schwimmender Schwarzmarkt? Doch nicht etwa auf Deponia. Wo denn sonst? Rufus, ich drehe ihm den Hals um. Alles in Ordnung? Gib mir einfach etwas von deinem stärksten Stoff. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch genauso gut die Birne zuballern. Einmal rostroter Hirntod. Kommt sofort. Ah, ich glaube, die ist ziemlich gut zu sprechen auf uns. Hä? Du, was willst du? Hier lungerst du also rum. Na und? Muss ich mich neuerdings bei dir abmelden? Ja, das wäre nicht übel. Träum weiter, Schlaffi. Ich weiß ja noch nicht einmal selbst, wie ich hier hingekommen bin. Aber wo ich schon mal da bin, kann ich genauso gut die Gegend erkunden. Und mit Gegend meine ich dieses Getränk hier. Hey, das kannst du doch nicht machen. Keine Panik. Das geht heute alles auf Rufus. Aber das war mein Feuerzeugbenzin. So hat es auch geschmeckt. Ich nehme dasselbe nochmal. Oh Gott. Alter, das ist aber hart an der Geschmacksgrenze. Du musst mit zu Doc kommen. Ich muss gar nichts. Aber es geht um deine Gesundheit. Keine Sorge, mir geht es hervorragend. Aber wenn du nicht mitkommst? Was dann? Bekomme ich blaue Flecken? Wird meine Schulter ausgerenkt? Bekomme ich Nasenbluten? Das vielleicht nicht, aber... Du aber, wenn du mich noch weiter so nervst. Nerv. Rufus? Was? Ein kleiner Tipp unter Freunden. Provoziere niemals eine temperamentvolle Frau. Glaub mir, ich kannte da mal eine Frau, die... Halt du dich da raus! Ach, mach doch, was ihr wollt. Wo waren wir? Ich glaube, ich wollte dir gerade den Barhocker über die Rübe schlagen. Ja, prima. Dann weiter. Hey, keinen Ärger in meiner Bar. Verstanden? No. Oh Mann, ich wollte aber so gerne Hirnblutungen haben. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist etwas schiefgelaufen. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Na und? Bei deiner Geburt auch. Aber hörst du mich meckern? Jetzt hör doch mal zu. Ein Implantat wurde beschädigt als... Mäh. Schon langweilig. Bitte, Goal, du musst mitkommen. Zwing mich doch. Wär mal gespannt, wie du das anstellen willst, so ganz ohne Arme. Ich hab sehr wohl Arme. Ach, das sind Arme? Ich dachte, du hättest dich mit Spaghetti bekleckert. Präg sie dir gut ein. Du wirst sie nämlich kaum sehen können, wenn ich dir gleich den Hintern versohle. Rufus, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ha.
wenn ich jedes Mal einen Slotty bekäme, wenn ich diesen Satz höre. Dann könnte ich mir vielleicht endlich diese Kniescheibenprothese leisten, die ich angeblich so dringend brauche. Ich meine ja nur, man muss vorsichtig sein bei temperamentvollen Frauen. Oder die Stahlplatte für den Schädelbasisbruch. Hörst du mir überhaupt zu? Oder diese Trommelfelltransplantation. Ich geb's auf. Komm doch bitte einfach mit. Komm doch bitte einfach mit. Nö, aber... Nö. Sturheit, dein Name sei Weib. Tja, ich hab dir ja gesagt, dass das so nicht geht. Wenn du meinen Rat hören willst. Nö. Aber... Nö. Was auch immer. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Du könntest das Lied vom Dummdeppen für mich singen. Ha, nichts einfacher als das. Hier kommt der Dummdepp, 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 der Dummdepp. Hey, Moment mal. Oh Mann, ich werd nicht wieder. Ich sag doch, so geht das nicht. Aber du willst ja einfach nicht auf mich hören. Wenn ich dir zuhöre, singst du dann das Lied vom Dummdeppen für mich? Ich weiß nicht. Wie ging der Text doch gleich? Ganz einfach. Hier kommt der Dummdepp, 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 der Dummdepp. Mist. Oh Gott, bist du auf den Kopf gefallen, Rufus. Mehr als einmal anscheinend. Wir müssen den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Wir müssen den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Keine Angst, um den Organon kümmere ich mich schon noch. Ach ja? Und wie willst du das bitte anstellen? Ich trete ihn einfach in den Arsch, wenn sie mir in die Quere kommen. Verdammt, warum bin ich nicht darauf gekommen? Ein super Plan. Wunderst du dich gar nicht, wie du hierher gekommen bist? Wunderst du dich gar nicht, wie du hierher gekommen bist? Nicht wirklich. Du bist in der Nähe. Das reicht als Erklärung. Tja. Ich bin immer für eine Überraschung gut. Du bist quasi das menschliche Äquivalent einer spontanen Selbstentzündung. Wow, danke. Verdammt, es kam zu nett drüber. Ich finde das sehr nett von dir, Sokol. Hey, Baby. Hey, Baby. Soll das eine Anmache werden? Gib dir keine Mühe, Schlaffi. Hatte ich auch nicht vor. Dich wickel ich doch im Schlaf um den Finger. Wenn du nicht aufpasst, wickel ich dir bald was im Schlaf um die Luftröhre. Siehst du? Ich hab noch nicht mal angefangen und schon hast du gemeinsame Bettfantasie. Du bist echt ziemlich lässig. Du bist echt ziemlich lässig. Wir passen zusammen. Träum weiter, Schlaffi. Dein Mund sagt zwar nein, aber deine Augen sagen ja. Dein Mund sagt nein? Aber deine Augen sagen ja. Willst du auch noch hören, was meine Faust sagt? Na, vielleicht erstmal nicht. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ja, verdammt. Ach ja, wahrscheinlich schon, ne? Ach, stimmt, das hab ich wieder vergessen. Da war ja was. Schau mir in die Augen, Kleines. Wer ist hier klein, du Zwerg? Ach ja? Wen nennst du hier Zwerg, du Lulatsch? Ach ja? Wen nennst du hier Lulatsch, du Ratte? Ach ja? Wen nennst du hier Ratte, du? Hey, keinen Ärger in meiner Bar, verstanden? Ach, Manno. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Im Augenblick kämpfe ich dagegen an, einzuschlafen, so müde wie deine Sprüche sind. Sag Bescheid, wenn ich dich ins Bett bringen soll. Und wieder eine Niete. Versuch deinen Macho-Mist bei jemand anderem. Würde dich das eifersüchtig machen? Abgang, jetzt. Du wirst schon noch weich werden. So weich wie deine Birne oder eher wie deine Arme? Wie beides zusammen, Baby. Oh. Ach, warte hier, ich bin gleich zurück. Keine Drohung, bitte. Ach, wir haben aber verdammt überhaupt kein Glück. Ah, was haben wir noch für eine Goal? Vielleicht bringt uns das was weiter. Auf jeden Fall einmal Lady Goal. Das hier ist anscheinend irgendwie so Krawall Goal. Wie bin ich denn hier gelandet? Das fragen sich die meisten. Aber die wenigsten wollen die Antwort wirklich hören. Du bist lustig. Goal? Oh, du bist es. Wie schön. Hier lungerst du also rum. Tue ich das? Ist ja verrückt. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Ist doch egal, wie du hierher gekommen bist. Viel wichtiger ist, ich weiß, wie du hier wegkommst. Sag Zeppelin. Bitte, sag Zeppelin. Nein, nicht in einem Zeppelin. Oh.
Vielleicht ja später. Yippie! Das sieht bisher ganz gut aus. Du musst mit zu Doc kommen? Du musst mit zu Doc kommen. Bin ich denn krank? Nein, nein. Oh, Himmel. Jetzt merke ich es auch. Ich glaube, ich habe Fieber. Du bist nicht krank. Nur ein Hungersymptom. Kannst du mal gucken, ob mein Zäpfchen angeschwollen ist? Jetzt hör doch mal zu. Du bist nicht krank. Puh, so ein Glück. Ich dachte schon, ich muss zu Doc. Aber du musst ja auch zu Doc. Huh? Bin ich denn krank? Na, das kann ja noch lustig werden. Oh Gott. Komm doch bitte einfach mit. Komm doch bitte einfach mit. Wohin? Na, zu Doc. Wer ist Doc? Sag mal, bist du auf den Kopf gefallen? Weiß nicht. Bin ich? Ach ja, da war was. Erinnerst du dich denn gar nicht? Erinnerst du dich denn gar nicht? Na doch, du bist Rudi. Rufus. Oh, das ist anstrengend. Mein Kopf fühlt sich an, als hätte mich ein brennendes Sägeblatt an der Schläfe getroffen. Offensichtlich kannst du dich an gar nichts erinnern. Umso wichtiger, dass du mit zu Doc kommst. Wahrscheinlich hast du recht. Du bist so ein guter Freund, Rudi. Schon? Also kommst du? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen verhindern, dass der Organon Deponia sprengt. Habe ich richtig gehört? Ihr wollt den Organon stoppen? Sag jetzt nicht, dass ihr auch zu diesen Widerstandsspinnern gehört. Widerstand? Wovon redest du? Na, wovon schon? Von Janosch und seinen Leuten natürlich. Janosch? Ich habe ihm tausendmal gesagt, dass ich keine konspirativen Treffen in meiner Bar dulde. Es fängt an mit Tod im Organon und endet damit, dass ich die Erdnussflips aus der Jukebox pulen muss. Hast du das gehört, Rufus? Eine echte Widerstandsbewegung. Ich hab's gehört, ja. Unglaublich spannend. Aber viel wichtiger ist doch, dass du mit zu Doc kommen wolltest. Wir reparieren dein Gehirn und... Das geht jetzt nicht. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen. Ja, was? Bitte was? Bitte was? Ach, warum kannst du nicht einfach deine Klappe halten? Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Ich weiß nicht. Kannst du zaubern? Natürlich. Ich bin ganz groß darin, Gegenstände verschwinden zu lassen. Hui! Schade, dass wir keine Zeit dafür haben. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen, wie Janosch. Puh, muss das wirklich sein? Oh, bitte! Na gut, aber dann kommst du mit zu Doc. Na klar, ein echter Widerstandskämpfer kommt überall hin mit. Könnte ich für ein romantisches Essen begeistern? Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Das ist so lieb von dir, Rufus. Aber ich habe gerade erst die Schokolinsen aufgegessen, die hier auf dem Tresen standen. Schokolinsen? Hier gibt's keine Schokolinsen. Und wo zum Teufel ist die Schüssel mit den Muttermalen, die ich mir habe? Die kann nicht weg sein. Sowas stiehlt doch niemand. Oh Gott! Alter, ist das widerlich. Ach, ich muss mal ganz schön was verdrängen. Janosch, wer ist denn schon Janosch? Janosch, wer ist denn schon Janosch? Ja, das würde ich auch zu gern wissen. Das war eine rhetorische Frage. Janosch ist der Anführer des Widerstands. Du redest in einer Tour von ihm. Echt jetzt? Er muss ein Teufelskerl sein. Ach du grüne Neune. Oh, hey, Baby. Hey, Baby. Meinst du mich? Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ja, das hat es. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Schon irgendwie, ja. Oh, aha. Ja, da war ja was. Schau mir in die Augen, Kleines. Schau mir in die Augen, Kleines. Ist dir eine Kontaktlinse verrutscht? Hier ist es so schummrig, ich kann kaum etwas erkennen. Hat sich erledigt. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesen? Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Ich habe gerade angefangen, den Insekten auf der Theke Namen zu geben. Das hier ist Ronny, das ist Donny und das hier ist Prinzessin Hinkebein. Warum humpelt Prinzessin Hinkebein? Sie ist traurig, weil sie so alleine ist. Was tust du? Nun ist Ronny Prinz Hinkebein. Oh, wie süß. Du bist ja ein echter Tierfreund. Ja, ja. Hey, ich geb's auf. Ich geb's auf. Was gibst du auf? Ich weiter wichtig. Ah, oh, wie schön. Warte hier, ich bin gleich zurück. Warte hier, ich bin gleich zurück. Oh ja.
Das wird ein langes Let's Play. Das kann ich euch verraten. Aber wie das Ganze weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich muss jetzt mal ganz schnell so ein paar Erinnerungen an diese Folge verdrängen. Das war, glaube ich, eine der widerlichsten Folgen, die ich bisher aufgenommen habe. Ja, du fängst an abzurocken. Junge, Junge, wir haben jetzt hier... So eine hätte ich... Ja. Also, wir haben jetzt hier... Schau mal ganz kurz nach. Wir haben Krawall-Goal, Lady-Goal und Baby-Goal. Also, Lady-Goal wird irgendwie gern was essen, hat Hunger. Krawall-Goal wird uns den Hals umdrehen. Und Baby-Goal möchte sich dem Widerstand anschließen. Okay. Alles klar. Gut. Ich hoffe, dass das... Ich bin ganz schnell die Folge, bevor ich noch einen Kurzzeit oder sowas bekomme. Auf jeden Fall, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich irgendwie so eine Brechtüte dabei habe. Oder ein paar, weiß nicht, Medikamente, Beruhigungsmittel, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, bis dann. Tschüss.